Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Chained Echoes. Wir sind weiter hier in den Feldern von Rolan unterwegs. Und so langsam finde ich mich ein bisschen zurecht. Und finde vermeintlich coolen Scheiß, den ich hoffentlich dann gewinnbringend nutzen kann für mich. Und zwar, was den Angriff angeht. Angriffsgewinnbringung. Die beklaue ich jetzt nicht, weil die geben Zinnerz und irgendwie habe ich gefühlt relativ viel Zinnerz. Deshalb ist mir das jetzt gerade nicht so wichtig, ich will die einfach töten. Antenne, jawohl, wenn ich so umbringe, na komm, den klaue ich doch nochmal. Dann stirb. So stirb doch. Er lebt, jetzt aber. Der ist echt stark, der alte Meister. Okay, ich muss hier weiter raus. Aber komme ich dann zu den Grotten? Jetzt bin ich schon zu weit gelaufen. Tempel der Purpurflamme. Ich wollte gerne in die Orgranen Grotten. Es kann natürlich sein, dass ich da bisher noch nicht hinkomme. Weil ich noch zu schwach bin oder so. Irgendwas habe ich ja da unten aufgemacht. Ja komm, dann töten wir das Vieh. Jetzt kennen wir ja das Geheimnis. Erstmal den X-Hieb drauf. Damit es auf jeden Fall Blutung drauf hat. Ja, stimmt, die kommt da. Kriegst du einen Kreuzhieb dafür. Nicht langsam drauf gehen. Jawohl. Oh, ich habe irgendwas Cooles gekriegt. Crit erhöht. Gewandbonus. Nicht genug. Erfolgreiches Klauen gewährt mit einer Chance von 50%. Oh, das ist cool. So seltene Funde. Funde. Ich will seltene Pfunde. Komme ich hier etwa auch noch nicht weiter? Obwohl, hier unten geht es ja auch noch lang. Ich wollte nur gucken. Erstmal oben wegen dem. Irgendwo hier ist ja wieder ein Schatz. Und das ist wieder ein schwierigerer Schatz. Da ist die andere Kralle voll weit weg. Da müssen wir voll überlegen. Ah, das ist der Superfrosch, glaube ich. Vor dem ich mich noch in Acht nehmen soll. Was ist hier der Schatz? Das zeigt hier so Runde. Hier ist so eine coole Brücke. Wo bin ich denn jetzt? Drüben. Also ich bin auf jeden Fall nicht da, wo ich hin soll. Und ich frage mich gerade, wie ich in diese Höhle hier im Wasser kommen kann. Hey, wo war denn die Höhle jetzt? Ja, ich habe eine Kiste gefunden. Ah, ein Kristall. Dunkelwiderstand. 15% Chance, diese Beeinträchtigung bei jedem Treffer auszulösen.
Ich weiß nicht, was Dürreschlag ist, hört sich aber irgendwie stark an. Dürreverlust. Was hast du für ein Skill? Ich hab Dürreverlust. Nee, was hast du verloren? Ich hab Dürre verlustet. Ich hab Dürre verloren. Okay, hier geht's nicht, weil hier in den Tempel komme ich noch nicht rein. Das ist doch hier diese. Boah, so viel gibt's. Wahnsinn. Tempel der Purpurflamme. Bin ich noch zu lappenhaft dafür wahrscheinlich. Ja gut, ich habe auch erst angefangen. So wird es noch einiges geben. Kann ich hier runter? Nee. Hat das hier so einen Höhleneingang? Irgendwo muss ich hier, irgendwann muss ich hier aufs Wasser können. Ist hier der vergrabene Schatz? Ich finde den vergrabenen Schatz gerade nicht und die sind immer ziemlich gut. Das sind eigentlich immer Waffen oder auch Loot. Ich muss mal kurz gucken. Hier schräg unten habe ich jetzt gedrückt. Das ist da links oben vielleicht. Zeigt eine andere hin. Oh, schwierig. Schwierig. Ich glaube, so weit unten wie hier ist er nicht. Okay, A muss ich drücken. Ja, ich glaube nicht, dass direkt neben der Kiste noch so ein vergrabener Schatz ist. Aber es triggert mich schon, bis ich das nicht gefunden habe. Es schmerzt mir. Ich gehe nochmal gucken. Sehe ich das hier nochmal, das Ding? Ich guck mal hier an dem großen Stein. Richtig brutal, dass ich es nicht fand. Gefällt mir gar nicht jetzt. Aber was soll's? Hier kann ich nochmal gucken um den Crystal Room. Oh, sag bloß. Schade. Schade, das geht doch nicht. Wo ist der Schatz? Oh, fuck. Naja, dann gehen wir mal hier runter. Gucken mal, wo es hingeht. Mal bald eine Runde gelaufen. Hier ist das Dorf Basil. Hier wollte ich doch eh hin. Ja, cool. Was ist das? Sieht fast aus wie ein Altar für eine Vogelscheuche. Ich frage mich, wer ihn gebaut hat. Mächtige Vogelscheuchenbestie. Da wird wohl so ein Basilianer gewesen sein, aber die ist doch die, die ich gerettet habe, oder? Schleimige Wurm.
Die Villa hier oben gehört Becker. Er ist ein reicher Kerl aus Farnsport, der sein neues Zuhause besucht, um von Zeit zu Zeit dem Stadtleben zu entfliehen. Allerdings ist er ein arroganter Idiot. Niemand mag ihn. Was machen die Leute auch immer? City-Poops auf dem Dorf, müssen sie mir so komisch benehmen. Boah, was ist das für eine Riesenkatze? Die brummt auch. Die ist ja cool. Das seid ihr ja, mein Retter. Vielen Dank, dass ihr mich vor diesen Bestien in den Mühlen beschützt habt. Kein Problem, wir haben gerne geholfen. Hier, bitte, nehmt das als kleines Dankeschön. Bequemer Schal. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Kannst du uns etwas über dieses Dorf erzählen? Nicht wirklich. Es ist wie jedes andere Dorf. Bescheiden, ruhig und meistens leer. Viele junge Leute gehen nach Farnsport, während die älteren Bürger auf den Feldern arbeiten. Ich verkaufe Waren von den Bauernhöfen an Flandern. Flandern? Deshalb musst du Kurtara überqueren? Genau. Ist in letzter Zeit etwas passiert? Momentan sind die Ereignisse von Farnsport in aller Munde. Sie lenken ein wenig von den Problemen hier ab. Welche Probleme? Du hast wahrscheinlich schon gehört, dass die Zahl der Monster in Valandis drastisch angestiegen ist. In den letzten Wochen sind uns völlig unbekannte Bestien erschienen. Sie haben bisher nur Tiere getötet. Aber da wir so wenig über sie wissen, haben alle Angst. Unbekannte Bestien? Und dann ist da noch das Goblin-Problem. Sie sind vor ein paar Jahren aufgetaucht. In ganz Valandis gab es keine Goblins. Niemand weiß, wie sie hierher gekommen sind. Doch offenbar haben sie sich im Untergrund ausgebreitet. Und jetzt kommen sie von Zeit zu Zeit an die Oberfläche und beklauen uns. Das sind ganz schön viele Probleme für so ein kleines Dorf. Naja, wir sind zäh, aber die Schließung des Passes hat uns am härtesten getroffen. Wenn wir unsere Waren nicht verkaufen können, werden wir alle wieder hungern. Und Farnsport kann unmöglich die Produkte und Waren aller umliegenden Dörfer aufkaufen. Tut mir leid, das zu hören. Ach, das muss es nicht. Hast du eine Idee, wie wir nach Kotara kommen? Wenn ich das wüsste, wäre ich jetzt in Flandern und würde meine Waren verkaufen. Du kannst uns also nicht helfen? Nun, ich sage es euch besser selbst, bevor es jemand anderes tut. Becker kann euch vielleicht einen Pass besorgen. Aber ich vertraue diesem Mann nicht. Er führt etwas im Schilde, deshalb wollte ich ihn nicht erwähnen. Lasst es mich so sagen. Ich würde lieber auf irgendeine Nebenstraße von Bestien angegriffen werden, als ihn um Hilfe zu bitten. Danke für die Warnung, aber wir haben in Tormund dringende Geschäfte zu erledigen. Wir müssen dorthin. Wo lebt dieser Mann? In der Villa im nördlichen Teil des Dorfes. Bitte seid vorsichtig. Momentan nichts. Wenn du etwas brauchst, komm mich bitte wieder besuchen. Ja, manchmal sind so kleine Rechtschreibfehlerchen. Wohl zweimal. Ihr habt es gesehen, bestimmt. Oh ja, ein Schmied. So, wie war das jetzt mit den dämlichen Kristallen? Was kann ich als Basiskristall benutzen? Hä? Reinheit 3 geht jetzt auch. Ich bin sehr verwirrt. Ach ja, jetzt kann ich den auf einmal einfach so einsetzen. Ich bin so verwirrt, was diese Kristalle angeht. So unglaublich verwirrt. Kobis, ja. Was? Ja. Okay, das geht. Es ist. Okay, das ist ein bisschen umständlich. Bisschen unnötig umständlich, aber es ist auch irgendwie witzig. Pistolensperre? Wahnsinn.
Schwäche, Verlängerung, Schwäche und eine Chance von. Der hat jetzt Reinheit 2. Ich versuch's mal. Basiskristall. Ach so, der muss mindestens 3 haben. Aber was hat das nochmal mit der Reinheit zu tun? Die sinkt. Oder die steigt. Breche Verlängerung. Und ab 3 hat es einen Effekt und dann kann ich ihn einsetzen. Keine Ahnung, was ich hier mache. Aber scheinbar kriege ich einen Schwertmeister 4 mit Reinheit 2. Das hört sich doch gut an, oder? Okay. Den kann ich jetzt dem anderen in die Waffe stopfen. Weißt du, Großschwert Heinz. Erhöht den Schaden beim Tragen dieses Ausrüstungsgegenstands um 15%. Stabilo. Okay, und jetzt bin ich so stark. Ein Händle. Jetzt lass mich mal die neumodischen Sachen verkaufen. Ein Gambeson. Soll ich einen Gambeson wirklich verkaufen? Aber das robuste Aceton ist besser. Komm, einen Gambeson verkaufe ich mal. Gibt es irgendwie einen Deal? Fläschchen mit Schleim, Fläschchen mit Speichel. Das Jackhorn, okay, das habe ich nur vom großen Jack gekriegt, den schaffe ich noch nicht. Ratte, Metall, alte Münze. So. Ach, das Dings habe ich doch bekommen. Hier, bequemer Schal. Ach, der hat einfach nur einen Slot. Gut, schmutzige Wolle habe ich bestimmt schon mal verkauft. Weil es schmuddelig ist. Was sind die neumodischen Sachen, die ich bekommen habe? Den Flügel habe ich scheinbar auch schon verkauft. Da! Die. Was? Kartoffelförmige Schildkröte? Habe ich nur 2? Das kann doch gar nicht sein. Ah, jetzt habe ich einen neuen Deal. Was ist was? Der Dunkel- und Lichtwiderstand erhöhen. Boah, das kostet 2500. Ach nee, es gibt eine kartoffelförmige Schildkröte und eine schildkrötenförmige Kartoffel. Junge Fleet. Ich glaube, das ist alles das, was ich da unten gefunden habe. Ja, die schildkrötenförmige Kartoffel habe ich ganz oft. Vergessene Lampe verscherbel ich auch. Oh, alte Münze. Was ist neu? Ah, das Gewand. Fläschchen mit Schleim. Aber das Fläschchen mit Speichel habe ich, glaube ich, nicht. Doch. F-
Fläschchen mit Schleim habe ich auch. Ach, Antenne auch verscherbeln. Ich muss doch eh alles verscherbeln, um zu gucken, ob es was bringt. Gestohlener Diamant. Fürs Rapier 3 krieg ich. Da brauche ich die Antenne. Ah, da muss ich die anderen Viecher töten gehen. Ach, ist das was? Das sind sowas, das sind Nebenaufgaben hier, oder würde ich sagen. Oh, die super Grummelkatze. Die ist ja cool. Seht euch an, seht euch an. Mit der kann man bestimmt in die Stadt reiten. Ich will sowas als Mount. Ah, jetzt kann ich auch schnell reisen hierhin, jawohl. Ach je. Irgendeine Bestie muss nachts den Zaun zerstört haben. Ich habe ihn reparieren lassen, aber alle meine Wollschildkröten sind entkommen. Sie sehen vielleicht harmlos aus, doch sie sind ziemlich aggressiv. Trotzdem hoffe ich, dass kein Abenteurer sie tötet. Ah, ich habe schon ein paar Wollschildkröten getötet. Ich muss mal kurz gucken, ich habe doch diesen komischen Schal gefunden. Hier ist der andere an. Was macht der Titanhelm eigentlich? Ach so, der gibt Leben. Das Medaillon. Ach, das gibt Magie plus 3. Nee, der hat eh ganz wenig Magie. Wer hat viel Magie? Er hier. Oder sie. Nee, sie hat gar nicht viel. Ach, der hat schon... Ach nee, der bequeme Schal gibt gar nichts. Ich kann nur einen Kristall reinmachen. Lebensfaden. Oh, 15% Crit. Stark. Er hat noch nichts, dann kriegt er es einfach an. Er sieht aus, als brauche er einen bequemen Schal. So. Was ist denn das da unten? Ich muss mal gucken, Informationen. Optional, sammle mehr Optionen. Information. Sprich mit Basil, einem Mann namens Becker. Also es gibt hier irgendeinen Nebenauftrag. Kann ich nicht mit dem reden. Siehst du diese Kratzspuren? In den letzten Monaten sind überall in Roland gefährliche Bestien aufgetaucht. In Roland. Nachts greifen sie unser Vieh an. Allerdings hat sie noch niemand gesehen. Als ob die Goblins nicht schon problematisch genug wären. Das sind große Kratzspuren. Das scheint mir eine mächtige Bestie zu sein. Bin ich hier, bin ich schon gewesen, scheinbar. Aber hier drüben, da links geht's, glaube ich, noch runter. Hier war die rote Kiste. Okay, hier war ich definitiv schon. Definitiv. Ich will wissen, was dieser andere, dieser Nebenauftrag da ist. Der interessiert mich. Brennend. Verbrennend. So, irgendwo muss es hier, glaube ich, nach unten rausgehen aus diesem schönen Örtchen. Oh, dankeschön. Welch köstliches Geschenk. Oder geht's gar nicht nach unten raus? Hier doch, hier links. Sieht's aus, als ist da noch ein Weg nach unten. Denn da unten muss ich ja irgendwelche Informationen so. Vielleicht kann ich dem seine Wollschafe zurückholen. Oder Wollschweine. Hier links ist noch eine Kiste. Mal, die holen wir erstmal.
Ich will noch nicht mit dem Bäcker reden, denn wenn ich mit dem Bäcker rede, dann könnte es weitergehen, weil der... Entweder verpetzt er mich oder gibt mir dann einen Pass. Basil ist ein Bauerndorf. Die Bewohner haben ihre Felder rund um Roland angelegt. Basil. Oh, die Kneipe. Da der Pass abgesperrt ist, können viele unserer Händler Cortara nicht überqueren. Auch auswärtige Händler sind hier gestrandet und können nicht zurückkehren. Ich frage mich, ob sich am Horizont ein neuer Krieg anbahnt. Das glaube ich. Ich kann nicht nach Hause zurückkehren, wenn die Grenze geschlossen ist. Wenn der neue Krieg ausbricht, möchte ich bei meiner Familie in Eden sein. Ich will auch nach Eden. Ich weiß nicht, was es ist. Ich bin so besoffen, hat er doch gesagt gerade. Kann ich noch was? Ja, ich kann noch was klauen. Angriff erhöht. Dankeschön. Manche Bestien greifen Basil bei Nacht an. Letzte Nacht zerstörten sie einen Zaun und Dutzende Wollschildkröten flohen in die Prärie. Niemand hat diese Monster bisher gesehen. Ziemlich mysteriös, wenn du mich fragst. Ah, okay, sind die Monster den Nebenauftrag? Jawohl, klauen. Öllampe. Danke. Gut, wir haben mal wieder im Gasthaus geklaut. Das zieht sich irgendwie so durch, dass wir im Gasthaus klauen gehen. Machen wir hier ein kleines Päuschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß. Tschüss.